Willkommen zurück zu Let's Play Mad Father. Was haben wir im letzten Part erreicht? Ich meine, hört es euch an. Motherfucker. Was ist das hier auf dem Boden? Irgendwie gefällt mir die Kette. Wer bist du? Alter Mann redet mit sich selbst. Fluch, das... alles tun, jeden sagen. Und so... ja, irgendwas. Irgendwer's... ist dabei zu schaffen... ein... nichts, Punkte. Sie ist noch verrückter als der Doktor. Na gut, wie auch immer. Was soll ich... was kümmere ich mich darum? Oh, hi Jem. Dachtest du, alter Mann, ich wollte dich umbringen? Nein. Okay, anscheinend will unsere Mutter irgendwas Verrückteres machen als unser Vater. Das ist creepy. Ach komm, die Säcke kann ich nicht zerstören. Ja, die sind größer als ich. Und jetzt? Ja, das sind nur Tore. Ich bewaffne mich schon mal. Okay. Das hört sich creepy an. Du hast keine Augen, hallo? Von innen. Geschlossen. Ich sehe nichts, kann nichts sehen, ich kann nichts sehen! Dieser Mann hat meine Augen weggetan. Ich versuch's nach Augen? Vielleicht... ich hab doch Augen... keine Ahnung, was da stand. Schon wieder Text gibt. Sind das deine? Ich denke nicht, dass sie mich hören kann. Ja, hör mich jetzt endlich! Meine Güte. Wie kann ich das dem Mädchen geben? Okay. Mädchen, mach auf! Es wird nicht öffnen. Okay. Dann bleibt uns hier der einzige Weg. Ich kann hier meine Kettensäge nicht auswählen. Alkohol. Okay. Never mind. Wein. Wein. Weinflasche, die runtergefallen sind und ich nicht draufgehen kann, weil ich keinen Alkohol mag. Noch mehr Wein. Ach, jetzt sind wir hier. Hey, das ist nice. Okay. Das bedeutet, wir haben jetzt mehrere Abkürzungen geschaffen. Wir sind jetzt im Storehouse, deswegen kam mir das schon so bekannt vor. Ich kann immer noch nicht meine Kettensäge wieder benutzen. Hündchen ist weg. Es bringt mir eigentlich rein gar nichts, dass der Hund jetzt weg ist. Hier ist nichts. Also, warum? Sind das auf einmal mehr geworden? Das
sind mehr geworden. Warum auch immer. Ich will die Krüge da kaputt machen. Okay. Ich kann hier auch meine Kettensäge nicht rausholen. Ich kann immer noch nicht durch, ne? Warum ist da zu? Ich will da durch. Entweder komme ich da wieder von der anderen Seite und mache eine Abkürzung oder sonst was. Hier ist auch zu. Ich kann ja auch meine Kettensäge nicht rausholen. Kettensäge, Kettensäge. Hier ist doch eine Kettensäge, oder? Hier auch nicht. Gut. Ich suche nämlich gerade, ob ich irgendwas wieder kaputt machen kann mit den mit der Kettensäge. So krügerartig. Nur hier geht's ja nicht. Hier kann ich ja noch nicht mal das Menü öffnen. Was soll ich hier in diesem Zimmer mal kaputt machen wollen? Jetzt mal ehrlich. Hier auch nicht, dann komme ich da wieder oben, wo ich die gefunden habe. Okay. Das bringt uns rein gar nichts. Gut. Hier kann ich auch meine Kettensäge nicht holen. Warum kann ich hier meine Kettensäge nicht holen? Rausholen. Wo könnte ich jetzt noch was machen? Eigentlich muss ich sie nur noch dazu bringen. Ach, von hier komme ich. Schreck mich doch nicht so. Du erwischst mich nicht. Hier kann ich die auch nicht zerstören, okay. Hier kann ich meine Kettensäge auch. Hier kann ich sie wieder rausholen. Bringt mir nichts. Hier kann ich sie nicht rausholen, na okay. Kann ich sie an Orten rausholen, das mir nichts bringt auf gut Deutsch. War der Ton schon immer da? Ich habe gerade echt keinen blassen Schimmer, wo ich lang gehen kann. Hey, Opa. Ich will hier durch. Ja, roll sie zur Seite. Wow, wow. Frame lag. Drop. Dingsbums. Und wieder hier. Okay, also bekommt nicht der Junge die Augen. Nein, das wollte ich doch nicht. Mensch, ich bin gerade irgendwie am Überlegen. Wie können wir das da reintun? Und ich sehe gerade, dass wir noch einen Eimer haben. Toll, jetzt kommen wieder diese vielen Zombies. Glaub mir in mein Leben, komm. Tschüss. Ich habe nämlich noch eine Idee. Wir haben ja einen Eimer. Tun wir Wasser rein und schütten es auf Feuer. Wenn das Feuer da vorbei ist. Ach ja, das können wir sogar nur. Das da. Wow. Auf einmal ist das Spiel von wegen, du hast kein Inventar, ist es zu schwer dafür. Wow. Ja. Wo sollen wir das Wasser sonst hin tun? Oh, gehen wir mal rein. Wir sterben schon nicht. Dieses Loch geht zum Untergrund. Zum Mädchen und so.
Wenn das hier in ihr runter in ihr Raum geht, könnte ich ihr ihre Eier... Eyeballs, genau, ihre Augäpfel. Okay, aber trotzdem. Dann haben wir schon gar nichts mehr. Kein Plank. Doch, wollte schon sagen. Die Augen müssten doch Schrott sein jetzt. Das haben wir also die ganze Zeit gehört. Ja, das Mädchen hat aufgehört, aber es wird blutige Augen haben. Wie schön, dass wir uns darum jetzt gekümmert haben. Wo war die Abkürzung? Hier. Hey Zombies, hey Zombies. Ich hasse die. Das bringt es, wenn weg ist und so. Dass wir erst einen Schritt drauf sein müssen, damit das öffnet. Ich habe meine Augen gefunden. Hey Mädchen, ich habe dir Auge gegeben. Ja, guck mich an, hallo. Ich kann sehen, ich kann sehen. Creepy Lache bitte. Wo bleibt das komische Face? Danke dir. Boah, weißt du, dass ich das war? Alter, ich dachte, jetzt kommt erstmal wieder so eine creepy Action. Oh. Alles für ein Gem, okay. Wir haben sie erlöst. Seele und so. Gut, da wir das erledigt haben, irgendwie geht das gerade echt heftig voran. Ich verwechsel immer noch die Knöpfe, aber egal. Ich werde sowieso nicht hinbekommen, bevor das Spiel zu Ende ist. What? Hä? Ging ich nicht eben gerade die Treppen runter? Was willst du von mir? Alter, sieht die aus. Hinderst du mich daran, weiterzugehen? Natürlich! ja. Ich muss aber da durchgehen, um meinen Vater zu retten. Also bitte, lass mich durch. Nein, hab ich gesagt. Was kann ich tun, um dich zu überzeugen? Wow, geh einfach mal durch mich. Hä? Okay. Okay. Ich kann sie nicht anreden. Warum folgst du mir? Keine Ahnung, hab keine Hobbys. Möchtest du nach Hause gehen? Ja. Möchtest du rausgehen? Ja. Oh, verstehe. Ich möchte nach Haus und raus. What? Komm mit mir, ich werde dich nach draußen bringen. Dann lässt du mich da durch, ja? Okay, ich nehme an, wir müssen da in den Garten. Wir können diesen Weg nicht gehen. Okay. Dann speichere ich doch nochmal lieber ab. Weil... Oh, sie ist weg. Hä? Sie ist weg? Ist sie zurückgefallen? Gute Frage. What? What? Was macht die auf einmal da? Ha, das ist... Ha, ich... Was? Das sind die Kleider des Mädchens. What? Es geht ab! Oh, ich steuere sie.
nicht geöffnet. Hä? Papa! Bleib stehen, beweg dich nicht. Papa? Nun, sollen wir beginnen? Was macht Papa? Da. Lass mich diese wunderschönen Hände haben. Stopp, Vater. Es bin ich. Ich bin's. Ich kann nicht sprechen. Oh nein. Gib mir die Hände. Gib sie mir. Oder so. Ich weiß nicht, was mit diesem Button mir los ist. Oh, nicht weinen. What the fuck? Wo ist sie nun auf einmal? Ich würde aber auch sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part um, wo sie sein könnte. Ich sag, das war's dieses Mal von diesem coolen Part, wie ich finde. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Viel Spaß und tschüss.